Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Season 2 Vanguard steht vor der Tür, beziehungsweise hätte es schon da sein sollen, wurde jetzt mittlerweile ja zum zweiten Mal verschoben. Neues Release-Datum von Season 2, was relativ groß werden soll, ist der 14. Februar. Und an und für sich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich im Multiplayer seit 4 Wochen nicht mehr angefasst. Er interessiert mich aktuell nicht, weil immer noch eins der größten Probleme nicht behoben ist. Und zwar, dass man in Crossplay-Partys mit PlayStation, Xbox und PC keine Lobby suchen kann. Wenn man eine suchen kann, geht es eine Runde, dann bricht alles wieder ab. Also die ganzen Probleme, die wir seit Anfang der Season haben, sind immer noch da. Und wenn man denkt, dass Vanguard in einem absolut katastrophalen Zustand ist und auch Caldera in einem katastrophalen Zustand ist, muss man sich mal Battlefield angucken. Da ist die erste Season auf Sommer 22 verschoben worden. Also nicht, es ist ja schon verschoben. Jeder, der irgendwie, ich glaube, 90 Euro für die Gold-Edition bezahlt hat, hat 4 Season-Pässe inklusive gekauft. Das Game ist so heartbroken, dass sie den Season Pass nicht einmal rausbringen können mit neuem Content. Und da gab es heute den Investor Call und da haben die gesagt, heute in der Twitter-Nachricht könnt ihr bei Tom Henderson sehen, das ist ja einer der größten Leaker bei Battlefield und auch bei COD mittlerweile, Sommer 22 wird die neue Season kommen. Kein Wort von EA und DICE, dass man es einfach verkackt hat und dass man völlig überfordert ist, sondern nichts dazu. Die Season 2 jetzt von Vanguard kommt, wie gesagt, am 14. Februar, an Valentinstag. Da werden wir mit Sicherheit wieder sowas wie Abschluss bestätigt mit Herzen bekommen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ich gerne mit euch diskutieren wollte, die in den Gamefiles gefunden worden sind und die so ein bisschen gerüchteweise genannt werden. Das heißt, nichts von dem, was ich euch erzähle, ist 100% sicher. Ihr könnt es aber nachlesen bei Tom Henderson, bei Ghost of Hope und Ghost of MW2 oder MW2 Ghost. Es gibt ganz viele Leaker mittlerweile, die kennt jeder von euch auf Twitter, die immer mal ganz gute Infos haben und ein paar Sachen kommen aus den Gamefiles. Merkt euch aber bitte, das ist ganz wichtig, auch in Modern Warfare 19 und Black Ops Cold War gab es und gibt es immer noch in den Gamefiles unglaublich viele Waffen und Maps und Modi, die nie am Ende wirklich ins Game gekommen sind, sondern die im Prinzip fertig waren und aus Gründen auch immer, ich weiß es nicht, sind diese Sachen nicht released worden. Das heißt, nicht alles, was in Gamefiles gefunden wird, wird automatisch auch irgendwann im Game zu finden sein. Eine der krassesten Sachen für Season 2 ist ja, und das sollte man im Hinterkopf behalten, in die Season 2 fängt der Geburtstag von Warzone. Das heißt, Warzone hat dann einmal wieder Geburtstag. Da wird mit Sicherheit irgendein Event kommen. Ich vermute, dass das Event uns mal wieder zum Lachen bringt, weil Events und Activision, das ist so eine Sache für sich. Es soll angeblich eine neue Rebirth-Map kommen. Das heißt, Rebirth Island, so wie wir es jetzt kennen, soll nach über einem Jahr verschwinden. Und eine komplett neue Rebirth-Map soll dazukommen. Viele haben gesagt, der Modus verschwindet. Das werden sie nicht tun, zu 100% nicht. Der Wiederbelebungsmodus Rebirth an sich wird bleiben. Nur die Karte soll verändert werden. Angeblich direkt zum Start von Season 2. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ohne Ankündigung kommt. Normalerweise würde ich jetzt eher erwarten, dass da nochmal eine Info vorher kommt. So, genieße die letzte Woche Rebirth. Die Karte wird komplett neu gemacht, bla bla bla. Das heißt, keine Sorge, auch die ganzen meisten Streamer mit mir spielen ja mittlerweile nur noch Rebirth, weil Caldera einfach Schrott ist. Caldera, einem der ganzen Teaser-Bilder zu dieser Season 2, die jetzt so langsam die Runde machen, ist gesehen worden, dass in einer Animation ein großer Vulkan ausbricht. Der Vulkan auf Caldera ist ja direkt in der Mitte gelegen und der Vulkan scheint ja wohl kurz davor zu stehen, jetzt wirklich auszubrechen. Hätte man sich auch so denken können, wenn sie so einen Vulkan reinbringen, dass da irgendwas draus entsteht mit einer Season. War natürlich jetzt die Frage, wann. Und dieser Vulkan soll wohl neue Landabteile gründen und einen neuen Map-Teil dazu gründen und andere Teile um den Vulkan herum unter Schutt und Asche legen. Weiß nicht, ob das dem Flow von der Karte wirklich hilft. Das größte Problem aktuell ist nämlich, es gibt 2, 3 Hotspots. Das ist im Prinzip Airport. Das ist im Prinzip ganz am Anfang aber nur der Vulkan, Peak in der Mitte. Und alles andere drumherum ist relativ tot. Dazu kommt, dass die Loadouts eben nicht direkt gekauft werden können. Was dafür sorgt, dass gute und schlechte Squads, die ganz schlechten Squads sammeln einfach ewig Geld an irgendwelchen abgelegenen Orten. Und nach 10 Minuten können sie den dann kaufen, wenn der erste irgendwie droppt gefühlt. Dann ist die Hälfte der Runde aber schon von der Spielzeit vorbei und es ist nichts passiert. Und die guten Squads landen dann meinetwegen am Airport oder Peak, töten 2, 3 Squads und stehen dann da und können nichts mehr machen. Und es geht im Prinzip ja darum,
dass Warzone ein anderes Battle Royale-Ergebnis als oder Ereignis als Blackout sein sollte. Und in Blackout war es halt so, dass die gesamte Runde davon bestimmt war, dass man eben Loot findet, dass man Aufsätze für die Waffen findet, dass man die Waffen an sich findet. Es gab nicht die Option, dass man seine Teammates zurückkauft oder dass man Loadouts kauft. Jetzt ist es so, man kann Drohnen kaufen, man kann Loadouts kaufen, aber die Loadouts kriegt man eben erst nach dem ersten Drop von den Loadouts, was dafür sorgt, weil es auch einfach schlecht optimiert ist, dass manche Viererteams mit 70.000, 80.000 Geld rumlaufen, weil sie es nicht ausgeben können. Das heißt, ob sie es jetzt wirklich so machen, dass der Vulkan jetzt schon ausbricht oder ob das sozusagen Vorgriff ist auf irgendwie Mid-Season-Update, was zusammenpassen würde mit dem großen Event, dass man eventuell auf der Karte ist, irgendwelche Herausforderungen machen muss, der Vulkan dann ausbricht und man ein bisschen wie in Fortnite live sehen kann, wie die Karte sich ändert, weiß ich nicht. Wäre schön, wenn da mal wirklich ein bisschen Liebe reinkommt und mal ein bisschen Kreativität. Das Problem ist, wir sehen seit Monaten und Jahren, Kreativität und Liebe von den Entwicklern und von Activision für Call of Duty passt nicht mehr zusammen. Im Multiplayer sollen wir auch ein paar Sachen bekommen. Unter anderem sind vier bzw. vier neue Karten, eine Ground War Map, also so wie War Krieg in WW2 gefunden worden, plus zwei Remake Maps. Die Ground War Map soll angeblich direkt zu Season 2 kommen, sollte wohl zur Season 1 schon kommen und man hat eben festgestellt, wegen den ganzen Bugs und Fehlern und sonstigen Sachen, die broken sind im Game, die immer noch broken sind, dass es keinen Sinn macht, so einen großen Spielmodus neu mit reinzubringen. Das heißt, jeder, der den Kriegmodus gefeiert hat, ich fand den WW2 gar nicht schlecht, kann sich drauf freuen, sieht ganz gut aus, dass der tatsächlich kommen könnte. Kann natürlich aber auch zum Mid-Season-Update sein, dass man da wieder ein bisschen Content hat. Zwei LMGs plus eine MP, Bilder habt ihr hier, wurden auch im Game jetzt in den Quelldateien gefunden für die Season 2. Kann mir also vorstellen, obwohl es schwierig ist, dass zwei neue LMGs dazukommen und kein Sturmgewehr. Kann aber natürlich sein, dass nachdem die Cooper reingekommen ist und jetzt nochmal eine neue MP dazukommt und die Railgun schon gekommen ist, dass man hier nochmal ein LMG dazu tut und zum Mid-Season-Update vielleicht noch ein LMG. Der letzte Season Pass hatte ja zwei Waffen plus eine Nahkampfwaffe zusätzlich. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch eine Nahkampfwaffe versteckt ist, die noch nicht gefunden wurde. Für Vanguard, für diesen Kriegsmodus, gibt es eine Map-Bezeichnung. Die kann jetzt aber erstmal egal sein, weil es nur eine Quellcode-Bezeichnung ist. Es sind aber zwei Remake-Maps gefunden worden. Und zwar USS Texas aus WW2 und London Dogs aus WW2. USS Texas ist meiner Meinung nach eine der schlechtesten Maps aller Zeiten. Einfach nur deshalb, weil kaum Gameflow entstanden ist, weil von einer Seite auf die andere Seite auf dem Schiff einfach nur gesniped wurde. London Dogs hingegen war, obwohl ich kein Riesenfan von WW2 war, meiner Meinung nach eine der besten Competitive-Karten, die wir je gesehen haben. Und würde, wenn wir den Ranked-Modus endlich in Season 2 bekommen, im Ranked-Play und auch in den CDL-Ligen mit Sicherheit ansehnlich sein. Als normale Karte für den Multiplayer würde ich sie mir auch wünschen. Wenn bis dahin diese Party-Probleme und die Paket-Burst-Probleme und die Waffen-Balancing-Probleme und die Tarnungsprobleme und die Grafik-Probleme und die Sound-Probleme endlich behoben sind, wäre das auch eine Karte, wo man in Vanguard, so kann ich mir das vorstellen, mit geilem Movement auch richtig geil zocken kann. Weil ich das angesprochen habe, der Kriegsmodus ist meiner Meinung nach nichts, was dieses Game an sich noch retten kann. Genauso wie Änderungen bei Warzone oder Caldera. Man hat es mal wieder verkackt. Und die Spielerzahlen und Zuschauerzahlen sind auf einem All-Time-Low. Die Verkaufszahlen sind so niedrig wie nie zuvor. Das liegt im Prinzip einmal daran, dass die Leute keine Lust mehr hatten auf ein WW2-Game. Das hatten wir vor Wochen und Monaten schon mal im Prinzip prophezeit. Dass Call of Duty Vanguard auch keinen Namen hat, an dem man irgendwas knüpft. Also Modern Warfare, Modern Warfare 2, Black Ops, diese Reihen. Selbst Leute, die es nur casual spielen, kennen diese Namen und sagen, ey, Black Ops 1 oder 2 kenne ich ja auch noch. Black Ops Cold War, deswegen wurde es auch sehr gut verkauft, obwohl es kein gutes Game am Ende des Tages war. Dann sagt man, ey, ja, mega, oder Black Ops 4, jetzt machen sie wieder mit MW2 oder MW2022 oder MW Remastered, wie auch immer man es nennen möchte. Vanguard hat diesen Namen nicht, es gab keinen Vanguard vorher und nachdem die Leute von WW2 enttäuscht waren, sind sie jetzt auch vom Status von dem Game Vanguard an sich auch komplett enttäuscht und ich kann es komplett nachvollziehen. Es ist für viele Leute gar nicht möglich, ordentlich zu spielen, viele wollten grinden, konnten das nicht. Insgesamt wirklich mehr als enttäuschend das Ganze.
Wie genau die Season am Ende aussehen wird, werden wir am 14. Februar sehen. Ich werde sie natürlich anzocken, ich werde es mir trotzdem nochmal angucken, obwohl ich mittlerweile die Hoffnung für den Multiplayer komplett aufgegeben habe. Denn all die Spieler, die schon weg sind, die kommen mit einer Season nicht zurück, selbst wenn die Season wirklich gut ist. Und was ich einfach das Gefühl habe, dass die Entwickler so hart hinterher sind mit Bugfixes, Exploits, Anti-Cheat funktioniert nach wie vor nicht, also im Prinzip, es funktioniert gar nichts. Selbst eine neue Season mit neuem Content, selbst wenn der neue Content funktioniert, müssen sie immer noch die alten Sachen beheben und up-to-date bleiben. Also es ist schwierig, da aktuell große Euphorie zu empfinden. Ich dachte mir nur, ich erzähle euch mal ein bisschen, was das so ein bisschen die Gerüchteküche gerade voll macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, freut ihr euch auf die Season 2 oder seid ihr auch mittlerweile an dem Punkt, wo ihr sagt, gut, kommen auch andere Games, auf die ich mehr Bock habe, Horizon kommt, Dying Light 2, gibt einiges, was vor uns steht. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, ist kostenfrei, würde mich natürlich unterstützen und würde mich freuen. Ich bin raus, haut rein.